Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, das Mittelalter. Mein Name ist Kumpel und ja, ihr seht das Objekt meiner Desinteressiertheit. Interessante These, steile These, aber ich glaube tatsächlich interessiert mich vor allem, also mich interessiert das Gameplay von Minecraft eigentlich nicht. Jein, also mich interessieren Elemente, ich habe darüber nachgedacht tatsächlich, also mich interessieren Elemente des Gameplays teilweise nicht. Und zwar, das ist blöd mit den Türen, die müssen wir raus dann, ich weiß, um die Gleise durchzulegen. Naja, jedenfalls, so manche Elemente interessieren mich nicht. Mich interessiert so zum Beispiel das Ende und mich da durchzukämpfen, da habe ich einfach keinen Anspruch an mich. Also, ganz ehrlich, das ist so das ist Strafe, das Ende. Ich bin alt, Leute, ich bin alt. Was wollt ihr von mir? Soll ich den blöden Drachen da? Soll ich den da... So ein Mist. An der Stelle übrigens, gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der hier auch aufnimmt. Und vielleicht gibt es auch vielleicht den einen oder anderen, der Audacity benutzt. Das ist aufgekauft worden. Audacity. Die Datenschutzvereinbarung wurde verändert. Derart verändert... Man kann es nicht anders sagen. Die wurde derart verändert, dass man sagen muss, dass man ab dem 2.7. die Version nicht mehr benutzen kann, weil letztendlich man zustimmt, dass Daten, die über die IP-Adresse zugeordnet werden können, zum Beispiel an Regierungen übermittelt werden können. Das heißt, wenn du irgendwie einen politischen Podcast oder so aufnimmst, bei uns hier wäre es, glaube ich, relativ egal, aber das hat ja mit Datenschutz erstmal nichts zu tun, ob das, was an Daten geschützt wird, egal ist oder nicht. Bei uns hier wäre es wahrscheinlich noch relativ egal von den Inhalten her, nicht immer. Wir sind ja doch eher so auch, humanistisch unterwegs. Da gibt es ja heutzutage Leute, die diese Einstellung nicht so mehr teilen. Die gerne sich wieder wünschen würden, dass Menschen in Lagern sterben und sowas. Das heißt, wenn solche Leute gewählt werden würden, dann wäre das auch schon wieder problematisch. Ich meine, wir sind auf YouTube. Also wir sind ja auch so zu finden, aber dennoch sage ich mal, dass das problematisch ist mit dieser Datenschutzveränderung. Das macht Audacity praktisch unnutzbar. Ab dem Zeitpunkt, zum Glück, updatet es nicht alleine. Das muss man einfach sagen. Ich habe jetzt eine alte Version gerade laufen noch, weil meine ist, so uralt. Ich habe ja auf dem zweiten Laptop habe ich eine neuere Version drauf, die ist auch schon uralt. Die ist irgendwie von 2019. Bei mir, die ist ja von 2016. Habe ich ja nie geupdatet. Die sieht auch anders aus. Ich wollte sie updaten, jetzt kann ich es nicht mehr. Beziehungsweise könnte ich gucken, ob ich noch irgendwo... Nee, geht wahrscheinlich auch nicht. Aber das Gute wieder an der Sache ist, jetzt gibt es natürlich auch wieder eine Community und Audacity ist erstmal Open Source, ne? Also der Quellcode ist Open Source. Da macht auch der Käufer nichts dran, ne? Da kann er nichts mehr tun. Er will übrigens auch die Nutzung von Audacity ab 13 die Lizenz machen. Auch das ist nicht drin eigentlich bei Open Source. Also er verletzt damit schon die Lizenz. Aber egal. Nichtsdestotrotz. Die Community bei Reddit und Stack Overflow und sowas, glaube ich, ist das? Ja, ich glaube, ja. Jedenfalls, die wollen jetzt, weil es ja der Quellcode Open Source ist, wollen die jetzt, das ist ja auch ein Mist, wollen die einen Fork machen. Und dann gibt es Audacity von denen wieder. Ich gehe hoch. Das ist ja eine Qual hier. Einen Fork machen und das ist alles gut. Aber es dauert natürlich ein bisschen, ne? Also geht nicht über Nacht. Aber ist echt problematisch. Muss man die Leute mal verwarnen. Audacity nicht mehr runterladen, bitte. Sucht euch ein anderes Audioprogramm. Oder wartet auf den Fork. Das kann einen Moment dauern. Aber wird kommen. Ja. So ist das. Da sieht man mal wieder, was auch... Also ich meine, ich bin ja wirklich eigentlich... Ne, ich war nie antikapitalistisch oder so. Wirklich nicht. Aber so langsam habe ich so einen Punkt erreicht,
wo ich mich frage, ist den Kapitalismus wirklich alles? Gibt es da nicht, also ich meine, wir haben ja hier eigentlich in Deutschland auch eine soziale Marktwirtschaft, die aber auch immer mehr, ja, also klar gibt es noch Aspekte davon, aber gefühlt weiß ich nicht. Also klar, unser Sozialsystem steht noch, ja zum Glück, aber trotzdem, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Sozialismus oder Kommunismus die Lösung ist. Das möchte ich gar nicht behaupten, um Gottes Willen. Ich weiß die Lösung aus dem Stegreif dafür nicht. Das bin ich nicht gut genug informiert. Muss ich einfach so sagen, keine Ahnung. Aber trotzdem, der Kapitalismus in der jetzigen Form, den muss doch mal hinterfragt werden dürfen, oder? Also nur hinterfragt werden, nicht in dem Sinne, ich will jetzt Kommunismus, nein, sondern einfach in dem Sinne, ist das Beste, was wir haben können? Ist das schon alles, was wir haben können? Dass einige wenige immer reicher werden und der Rest hat nichts. Das kann es ja nicht sein. Also das kann ja nicht alles gewesen sein für uns, oder? Weißt du, was ich meine? Das muss doch besser gehen. Weil nach meinem Dafürhalten natürlich, klar, wenn es ums Menschenleben geht, ist es philosophisch, ethisch sehr schwierig zu sagen, zum Beispiel, ich muss einen Menschen, der stirbt, aber dafür dürfen 100 leben. Und da muss man sagen, eher nein. Weil vielleicht ist das der Mensch, der halt irgendwie, weiß ich nicht, der die Krebsheilung bringt, was vielleicht auch nicht final gut für die Welt ist, wenn ich darüber nachdenke, aber das ist ein anderes Thema. Also sprich in dem Kontext nicht final gut für die Welt, dass also wenn alle Krankheiten geheilt werden würden und die Menschen alle uralt werden, und Alter kann man ja vielleicht auch als Krankheit dann irgendwann heilen, dann wird es mit der Überbevölkerung aber richtig knorke. Schwieriges Thema habe ich da aufgetan, wie ich feststelle. Aber ich wollte noch was eigentlich dazu sagen, hab's dann aber wieder vergessen. Wo war ich denn da gerade? Ach so, aber grundsätzlich, also abgesehen jetzt mal von einer stirbt, damit 100 leben können, finde ich schon, dass das Wohl der vielen über das Wohl der Einzelnen geht. Das mag daran liegen, dass ich Star Trek geprägt bin, aber von meinem Gefühl her ist das so. Das Wohl von mehr Menschen wiegt schwerer als das Wohl Einzelner. Und da ist gerade aktuell in unserem Kapitalismus hier so ein bisschen der Zug falsch abgebogen. War es vielleicht immer. War vielleicht auch immer in der Geschichte der Menschheit so, dass es einige wenige Privilegierte gab und der Rest hatte so das Nachsehen. Das ist möglich, dass das so ein Standard ist. Aber muss das denn so sein? Ist das alles, was wir hinkriegen, dass ein paar wenige reich sind und der Rest arbeitet für sie? Sind wir doch so klug, dass das alles ist, was wir schaffen? Das muss doch besser gehen. Also ganz klar, das muss doch besser gehen. Also ich finde, da drüber nachdenken zu denken und auch drüber nachdenken zu dürfen, ne? Also klar, in Deutschland können wir über alles reden, wir haben Meinungsfreiheit etc. pp. Das muss ich, glaube ich, euch nicht erklären, das muss man ein paar anderen Leuten aktuell erklären, aber ich kann hier frei meine Meinung äußern. Aber da muss man insofern drüber nachdenken dürfen, dass da ein konstruktiver Diskurs drüber entsteht, also ein Austausch, eine Meinungsverschiedenheit, die dazu führt, dass wir am Ende etwas Besseres haben. Weil das kriegst du auch nicht hin, indem einer Vereiner sich hinstellt und sagt, so wird's gemacht. Sondern sowas muss erarbeitet werden. Es muss man sich fragen. Ich meine, die globale Mindeststeuer jetzt ist zum Beispiel ein guter Ansatz in die Richtung, dass zumindest mal was von diesen ultrareichen Unternehmen, die weltweit agieren, zurück ins Gemeinwesen. Weil der Staat ist ja letztendlich das Gemeinwesen, vergiss es nicht. Der ist letztendlich Gemeinwesen und dass da was wieder reinfließt. Das ist gut, ne, weil der Staat, zum Beispiel Unternehmen wie Amazon, nimm Amazon,
Ne? Die zahlen hier keine Steuern, die zahlen praktisch in den USA keine Steuern, die zahlen auch in Irland, wo sie hier in Europa sitzen, keine Steuern. Aber sie benutzen überall mit ihren Transportern ihre Straßen, um Sachen auszuliefern, und wir bezahlen die mit unseren Steuern. Weil wir haben ja keine Maut. Wenn Amazon jetzt Maut zahlen müsste, dann ginge das. Na, dann wäre es nicht so wild, dass sie dann an der Stelle keine Steuern zahlen, weil sie dann Maut zahlen würden. Und das wollen wir aber auch nicht, ne? Maut zahlen. Und wir zahlen ja die Straßen schon mit unseren Steuern. Das ist nun mal in Deutschland so. Und dann ist es natürlich auch obligatorisch, sage ich mal, dass ein Unternehmen an diesem Gemeinwesen teilhat und sich dem nicht entzieht durch legale, möglicherweise, aber moralisch sehr kritische Schlupflöcher. Und wir sind da noch so blöd und unterstützen das die ganze Zeit. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Also das ist ja noch unser eigener Fehler letztendlich, dass wir dann nicht in der Lage sind zu sagen, ja nee, aber dann gucke ich mal, ob ich vielleicht mal die Sachen bei Otto oder bei Konrad bestelle, die ja zumindest in Deutschland Steuern zahlen. Sicherlich nutzen die auch Steuerschlupflöcher, aber nicht in dem Umfang wie Amazon. Ich meine, ich kann erstmal das Anliegen eines Unternehmens oder eines Unternehmers verstehen, nicht mehr an Steuerlast zu haben, als er muss. Aber das, was da von Anwaltsteams ausgesonnen wird oder ersonnen wird, das hat ja nichts mehr mit Steuersparen zu tun. Das ist ja eher eine Form von legaler Steuerhinterziehung. Das muss man ja einfach so sagen. Ne? Da wird so lange das Geld verschoben, bis es gelandet ist, wo am wenigsten Steuern erhoben werden. Und das ist natürlich eine ganz ekelhafte Geschichte. Und das ist halt auch auf der anderen Seite klar, Staaten mit, dass sie versuchen, durch niedrige Steuerlast Unternehmen anzuziehen und damit ihre eigene Wirtschaft zu fördern, mag im Sinne einer gewissen Konkurrenz auch erstmal legitim sein. Aber ich glaube, es schadet am Ende allen, wenn ich drüber nachdenke. Also, weil auch ein Staat, der dann sich, sag ich mal, wenig bezahlen lässt, die haben zwar Einnahmen dann wieder aus Lohnsteuer und sowas, und sie haben keine Kosten für Arbeitslosen, für Arbeitslose oder so, weil die Leute dann unter Umständen bei dem Unternehmen arbeiten. Ja, klar, logisch, aber es entgeht ihm eigentlich ein berechtigter Anspruch, und es ist wieder diese Form des Kapitalismus letztendlich, die dazu führt, dass die Kosten für das Gemeinwesen auf die anderen abgewälzt werden. Weißt du, was ich meine? Also, weil wer letztendlich zahlt denn dann? Nämlich, gut, zum einen hast du vielleicht geringere Aufwendungen für Arbeitslose, richtig, ja. Und hast dadurch eine stärkere Wirtschaftsleistung, das ist ja alles schön gut. Aber letztendlich müssen dann die Lohnsteuerempfänger und so weiter, die bei dem Unternehmen was Steuern spart und so weiter, die müssen das alles auffangen, was das Unternehmen nicht bezahlt. Ne, die haben zwar einen Job, theoretisch, aber sie finanzieren trotzdem alleine das, wo sich das Unternehmen nicht dran beteiligen möchte. Ich glaube, in dem Fall machen wir einfach Flachdach. Ja, ist schwierig, das Thema, ne? Merkst du selbst. Ist nicht so einfach, das so richtig punktgenau auszuformulieren. Aber das Gefühl eines Missstands, glaube ich, habe ich heute mittlerweile nicht mehr alleine. Und der Gedanke, dass man es lösen kann, indem man es diskutiert, indem man es neu denkt, das habe ich auch nicht mehr alleine. Es gibt halt noch eine Menge Leute, die das nicht hinterfragen wollen, das System.
die einfach so sagen, also jede Annäherung an dieses kapitalistische Geschichte ist halt sozialistisch oder dergleichen. Das halte ich für grundfalsch. Ich glaube, der Sozialismus kann mit Recht als gescheitert gelten. Der scheitert letztendlich genauso am Mensch, wie es der Kapitalismus tut. An der Gier, an dem, dass wieder einige wenige am Ende die Profiteure sind und alle anderen die Leidtragenden. Daran ist der Sozialismus auch schon gescheitert. Und warum sollte jetzt nicht der Kapitalismus langsam da auch dran scheitern? Und warum sind wir dann nicht in der Lage, konstruktiv, ohne dass irgendein System crasht, ne, oder zerstört wird, ein System umzubauen? Was ist los mit uns Menschen? Dass wir keinen Umbau vornehmen müssen können, sondern dass wir immer nur einen Wiederaufbau machen können. Mehr kriegen wir ja offensichtlich nicht hin. Also wir müssen ja immer alles, damit es neu wird, erstmal kaputt gemacht haben, damit da was Gutes draus wird. Unter Umständen. Oder was Besseres draus wird. Die Menschen sind schräg. Ja, auch du. Seltsam. Ich finde es seltsam. Warum muss erst was so, ich sag mal, wirklich kaputt gehen, damit man Wege finden kann, wie man es neu aufbaut? Warum kann man nicht umbauen? Was ist los? Wo ist die Schwierigkeit, Dinge umzubauen? Warum sind wir so unwillig? Ich meine, es kann doch auch mal eine Evolution stattfinden, statt immer nur eine Revolution, finde ich. Vielleicht ist diese globale Mindeststeuer so ein Schritt in die Richtung dieser Evolution. Notwendiger Schritt sicherlich. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich hoffe, dass die Effekte haben wird. Das ist einfach zu wünschen in dem Kontext. Weil letztendlich, wir Kleinen, wir bezahlen es ja die ganze Zeit alles, ne? Also wir sind ja eh Leidtragende. Und dann tun wir auch noch die Gewinne von Amazon erzeugen zu einem Überfluss. Also Amazon ist bei mir heute hier der Boomer. Amazon ist das nicht alleine. Da gibt es noch genug andere Unternehmen. Tut mir auch fast ein bisschen leid, dass Amazon so der Boomer ist, aber ja. Die bieten sich halt auch an. Wenn ich ehrlich bin. Machen das schon gut, sich als Boomer anbieten. Wo man dann das Gefühl hat, okay, ihr seid schon so ein bisschen die Bösen. Aber wir wollen es ja auch alle so billig haben, dass am Ende die Fahrer unter solchem Druck stehen, dass sie in die Flaschen pinkeln müssen. Das ist halt die andere Seite der Medaille. Wir sind ja auch selber schuld dran an allem. Wir sind ja nie bereit, für was zu bezahlen. Wir schätzen nicht wert. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Ich meine, klar, man kann jetzt argumentieren, man kann sich das nicht leisten. Ja, nee, finde ich nicht. Also ich meine, bin ja auch jetzt kein reicher Mensch. Ich kaufe mir dann lieber weniger und dafür besser. Und versuche da auf die Rahmenbedingungen auch der Herstellung und so zu achten. Und habe damit auch ein gutes Gefühl, aber das ist vielleicht ein bisschen Egoismus dann wieder. Sozialegoismus möchte ich es nennen. Aber letztendlich, man muss sich ja nicht alles kaufen. Lieber ein bisschen besser kaufen und dafür halt vielleicht auch gegebenenfalls teurer kaufen. Das ginge ja schon. Weniger kaufen, dafür hochwertiger. Das trifft zum Beispiel auch auf alltägliche Dinge wie Fleisch oder so zu, da ist das sicherlich auch eine Option. Wir haben da gute Erfahrungen bisher mit. Kann ich eben empfehlen, mal zu versuchen. Und das vegane Mühlenhof-Cordon Bleu, das ist so der Hammer. Ist auch nicht billig, dafür, dass es vegan ist und so, aber man sollte erwarten, dass das Pflanzenzeug günstiger wird, aber nee. Da ist durch die Dürren und so weiter, ist was da viel eine Rolle spielt bei solchen Sachen, sind Erbsen, und die Erbsen sind sauteuer geworden, weil es in Frankreich, was der Haupterbsenlieferant ist übrigens an dieser Stelle, gab es massive Ernteausfälle im vergangenen Jahr, 75% durch Dürre. Ich glaube, dieses Jahr haben wir weniger Probleme mit Dürre als mit Schwämme, aber zumindest dürfte es für die Ernte gut sein, dass es so viel regnet.
Hoffe ich. Ich bin kein Landwirt. Ich habe da keine Ahnung. Und Leute, die landwirtschaftliche Erfahrung haben, die mir sagen können, sind, glaube ich, mittlerweile nicht mehr unter der Zuschauerschaft, sondern bei den Schwurblern. Leider. So schade. Was der Kater da hinter mir jetzt macht, will ich gar nicht wissen, wie ehrlich ich bin. Das hört sich schon wieder spektakulär an. Das ist jetzt ein anderes Gebäude, ne? Klar, hat ja auch einen anderen Zweck. Es ähnelt dem drüben, aber es ist doch anders. Ach, jetzt wieder all. Die Frage ist, ob wir da nochmal Stufen nehmen oder haben wir da so ein plattes Dach? Also wegen mir können wir es auch platt machen. Also es wird hier noch eins hoch und dann ist es halt so... Ja, letztendlich geht es aber wahrscheinlich, ne? Ich denke, das kann man anbieten. Ja, hatten wir wieder spannende Themen heute tatsächlich. Ich finde es spannend. Ich finde sowas ja eh spannend. Ich bin ja eh ein Mensch, der sich so für viele Dinge interessiert und versucht auch immer fürs eigene Verhalten Schlüsse zu ziehen und das zu hinterfragen und anzupassen. Und das ist nicht immer so einfach, aber es macht auch Spaß. Also Veränderung, die Sinn macht, macht auch eigentlich in meinen Augen immer Spaß. Veränderung der Veränderung wegen ist nicht unbedingt immer sinnvoll. Das ist richtig. Ich finde jetzt auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich wirklich mit einem terminierten Verbrenner ende, also Verbrennungsmotor ende, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Ich bin mir nicht sicher. Weil wir sicherstellen müssten, damit das die ganze Rechnung aufgeht, dass die ganzen E-Autos wirklich zu 100% CO2-neutral geladen werden. Und das aktuell sehe ich das noch nicht. Aber andererseits, die Downsizing-Motoren sind halt auch nicht die Lösung, weil die funktionieren nur auf dem Papier. So ein bisschen blöd. Tja. Na, es hat nicht so geklappt mit dem ins Gerüst springen. Ja, es ist jetzt ein bisschen wuchtiger als das drüben. Es ist, glaube ich, sogar fast ein bisschen hübscher. Dadurch. Ja, definitiv hübscher. Das da drüben mit dem Dach, das war ja mehr so ein Versuch, der ist, wenn wir ehrlich sind, das ist ziemlich ins Klo gegangen. Aber das hier, das funktioniert. Das sieht römerischer aus. Gut, dann hätten wir das schon mal so weit, dann müssen wir noch innen das Dach verkleiden. Aber das kriegen wir noch hin. Das ist jetzt auch nicht das Ding. Jute statt Plastik. So, meine Lieben. Im Lager ist blöd, da sehe ich nicht, was für Licht ist. Machen wir vorm Lager. So, ich sage danke fürs dabei gewesen sein. Ihr könnt ja eure eigenen Gedanken gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, mich interessieren Meinungen, mich interessiert Diskurs. Ich möchte da keinem was vorschreiben. Das sind eigene Gedanken dazu und mich interessieren eure. Also, irgendwo muss die Diskussion hier anfangen, die gesellschaftliche. Und warum nicht unter so einem Video hier? Und wenn man die von da weiterträgt und jeder mal einen Beitrag leistet, irgendwann geht das vielleicht wirklich durch die Gesellschaft. Das ist ein Umdenken, ein Wandel. Ich würde einen Wandel im Kontext mit dem Kapitalismus als Ziel setzen, was sinnvoll ist. Wie gesagt, wir Menschen neigen dazu, immer erst nach dem Kollaps etwas neu aufzubauen. Aber ich glaube, ein Wandel ist einfach der bessere Weg. Vielleicht lernen wir das an Kontext, also im Zusammenhang mit Kapitalismus auch mal. Dass ein Wandel möglich ist. Nicht immer nur ein Zusammenbruch. Finde ich gut. Aber so gefühlt kann es mit uns und unserer Welt und unserer Gesellschaft auch nicht weitergehen, oder? Wie siehst du das? Ich bin gespannt. Das sind nur Denkanstöße, die ich hier gebe. Ich gebe Denkanstöße, mehr nicht. Ich sag danke fürs dabei gewesen sein. Bis dann. Tschüss.